Hallo meine Lieben, zum 12. Türchen. Und wundert euch nicht, falls ihr mal meine Uhr seht. Ja, da ist der 9. drauf, aber ich habe in dem vorigen Video erzählt, dass ich ab jetzt alles vordrehen werde. Die 12. Das ist der Kalender von Nadine. Und, oh, da sind wir diesmal viel drin. 3 Schokolädchen, 3 Stück direkt. Vielen lieben Dank. Dann öffne ich das von Maddie. Da habe ich heute erwischt. Ein Tuchmaskenpad, also Pads, duftet nach Winterträumen. Ah, guckt mal, 3 runde Dinger. Das ist ja witzig, habe ich ja doch so noch nie gesehen. Ja, mega geil. Kann man einfach dahin machen, wo man es will. Das ist ja geil, wow. Habe ich echt, ich bin öfter mal. Ja, okay, in der letzten Zeit auch tatsächlich nicht. Ich glaube, in den letzten 2-3 Wochen war ich nicht. Oder 4 Wochen oder so. Oder vielleicht schon 5 Wochen war ich nicht im DM. Aber cool, mega. Werde ich mal gucken, ob man die noch nachkaufen kann. Weil die gefallen mir doch sehr. So, da haben wir die Marion. Da ist schon wieder eine Stanzschablone drin. Marion, ich kann das doch im Lebtag echt nicht mehr gut machen. Ey, Stanzschablone. Und es ist, wie gesagt, völlig egal, woher die sind. Stanzschablonen haben immer ihren Preis. Und wenn man hier so in Adventskalender, mal, das war jetzt schon die 3. oder 4. oder sogar die 5. Stanzschablone. Und auch wenn die nur 3 oder 4 Euro kosten, müsst ihr mal hochrechnen, wie viel das ist. Oh ja, es ist noch eine. Schaut euch das mal an. Oh, sind die cool. Die eignen sich auch hervorragend, um einfach nur Herzchenkonfetti zu machen für Shakerkarten. Ach Mann, die ist cool. Freue ich mich sehr, sehr, sehr stark. Mit noch gestitchtem Rand. Sehr cool. Die bleibt definitiv bei mir. Richtig geil. Freue ich mich sehr, sehr stark drüber. So, ich versuche auch die Videos nicht allzu lang zu halten. Es soll ja nur so eine Textdosis Christina geben. Ich weiß auch nicht, an welchen Tagen mein dummer Spruch kommt, weil ich rede ja eh so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und es könnte ja auch mal vorkommen, dass ich auch gar keinen Spruch loslasse. Und ja, oh, was ist das? Keks, Schokolade. Schwedens köstlicher Snack aus Finnland. Entdecke die schwedische Tradition mit Keks Chocolate. Dem Klassiker von Cloetta, der die Herzen vieler Schweden erobert hat. Diese knusprigen Waffeln sind gefüllt mit zarter Schokolade und werden von einer himmlischen Schicht leichter Milchschokolade umhüllt. Boah, das klingt hier schon sehr yummy, yummy, ne? Ja, so, dann haben wir, komm, wir machen jetzt in World of Sweets die 13, die 12, die 12, wo ist er? Ja, der World of Sweets. Da möchte ich jetzt, das war der Stuhl, zum World of Sweets Kalender möchte ich jetzt eigentlich gar nicht mehr viel sagen. Ich hatte den ja mal auf, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Ich hatte den mal komplett aufgemacht und ich finde den einfach nur scheiße. Ich habe viele, viele kleine Produkte, während andere wesentlich geileres Zeug und so drin haben und viel mehr große Sachen und so. Ich bin echt enttäuscht. Ich weiß natürlich nicht, was die Produkte, die ich habe, jetzt alles zusammen kostet. Aber weiß nicht, bei dem Vernasche die Welt, da weiß man ja quasi, dass die Produkte nicht größer sind als hier so eine Tüte. Die haben aber auch einen wesentlich kleineren Karton. Bei dem Sugar Gang, da haben die einfach nur einen riesigen, riesigen, riesigen Karton genommen und irgendwas reingeworfen. So kommt es einem zumindest vor. Und ja, also am besten finde ich bis jetzt hier den You Try Me. Der ist absolut geil, wie ich finde. So, und im Sugar Gang Adventskalender haben wir hier Peanut Butter M&M's. Geil, kenne ich nicht. Und wir haben noch einen 10-Euro Geschenkgutschein für die nächste Sugar Gang Bestellung. Für mindestens 35 Euro einkaufen. So, und das ist ja noch nicht immer, das ist noch nicht einmal ein persönlicher Code. Das ist ein Code, den ihr, wenn ihr bei Google Sugar Gang Code eingibt oder Sugar Gang Coupon, den ihr direkt angezeigt bekommt. Also ich zeige es jetzt auch nicht, weil ich, ja, seid auch dann, weiß ich nicht, ob man das darf. Aber googelt, wenn ihr aus irgendeinem Internet-Shop Gutscheine wollt. Wie gesagt, googelt einfach den Shop, hier jetzt Sugar Gang, und gebt Gutschein oder Coupon ein. Und die Spiegelseite oder die Fokusseite, die ist meistens am geilsten, was Coupons angeht.
Ja, toll. Und nicht mal irgendein persönliches Ding dabei. Nun ja, so ist das nun mal. Hier haben wir die 12, die ist nur eingedrückt, aber noch nicht auch geöffnet. Habe ich nur eingedrückt, damit ich weiß, bei welchen Türchen ich noch nicht war, also weitermachen muss. Boah, schon wieder ganz hinten drin. Da muss ich schon wieder mit der ganzen Faust rein und das tut so weh. Oh, und jetzt rutscht es auch noch fast ins andere Türchen nach unten. Oh, meine Fresse, ey. Furchtbar. Und hier sind drin Lemonheads. Natürlich Lemon. Was das ist, weiß ich nicht. Lemon Candy. Ist, ob das jetzt aber ein Bonbon ist oder ein Kaubonbon, weiß ich nicht. So sehen die Dinger aus. Ich probiere mal. Oh, hart. Oh, geil. Geil. Das sind Bonbons. Harte also zum Lutschen. Und die sind so sauer. Aber die sind eigentlich gar nicht so sauer, sondern die sind halt richtig krass erfrischend zitronisch. Die schmecken hervorragend. Schmecken die. Ah, wo sind jetzt hier die 12? Da. Ach, lecker. So, was haben wir? Oh, was ist das hier? You Try Me. Was hat You Try Me drin? Irgendwas Lipschiges? Oh, was bist du? Nein, wie geil. Oh mein Gott. Bei den Lemonheads in der... Geil. Das ist eine Schicht Bonbon, aber nur so eine ganz kleine dünne Schicht. Und dann ist da nochmal Kaubonbon drunter. So, das war im You Try Me. Boah, ich stehe voll auf hier so Scheiße, ne? Und zwar ist das ein Pulver. Ich denke mal, das ist wie, das ist jetzt von Loot. Ich denke mal, das ist wie Level Up und. Oh, wie heißen denn meine anderen? Level Up und dieses andere Just Legends und so. Das ist genau das gleiche, glaube ich. Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Mineralstoffen, L-Tyrosin, Taurin, Koffein und Pflanzenextrakten. Ja, also es ist ganz normal so ein Booster. Das mischt man 200 Milligramm sind drin pro 8 Gramm. Aber wenig, also für mich. Ja, das löst man 8 Gramm, also so ein Päckchen löst man mit 500 Milliliter Wasser auf und dann kann man es trinken. Und hier haben wir einmal die Geschmacksrichtung Legendary Lemonade. Da ist so eine Limette und eine Orange oder so abgebildet. Und das hier ist Ultra Instinct. Keine Ahnung, ich hoffe, das schmeckt ein bisschen chemisch nach Traube oder so. Schauen wir uns mal an. Finde ich aber mega. So, und dann folgt noch, oder haben wir jetzt alles 12? Den haben wir. Ja, das war's, meine lieben Leute. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Haltet die Ohren steif und passt gut auf euch auf. Tschüss.